Jetzt ist schon so lange erster Advent. Wann ist denn endlich Weihnachten? Na Friedhelm, das weißt du doch. Weihnachten ist nach dem zweiten Advent, nach dem dritten Advent, nach dem vierten Advent. Boah, das dauert ja noch so lange, bis ich mein Feuerwehrauto kriege. Ich habe einen Trick, Friedhelm. Boah, jetzt ist zweiter Advent. Und wenn ich noch einen Spiegel daran halte und noch einen Spiegel, dann ist vierter Advent oder... Oder achter Advent, genau, Friedhelm. Boah, das heißt, das geht nicht schneller bis Weihnachten, wenn ich dann einen Spiegel dran halte? Nee, es geht nicht schneller. Aber vielleicht langweilst du dich nicht so bis Weihnachten. Dann geht die Zeit schneller um. Ach, das ist eine Idee. Das muss ich gleich meinen Freunden erzählen. Bis später. Tschüss. Ich habe Kekse gebacken. Du hast Kekse gebacken? Schmecken die denn? Das weiß ich noch nicht. Warum weißt du noch nicht, wie die Kekse schmecken? Na, die sind noch so heiß. Die müssen erst abkühlen. Du musst warten, bis du die Kekse essen kannst. Ach, das ist ja gemein. Möchtest du nicht sofort probieren, wie die Kekse schmecken? Ja, aber die Oma sagt, dann verbrenne ich mir den Mund. Das stimmt. Und wenn du dir den Mund verbrennst, dann kannst du ganz lange keine Kekse essen. Dann hast du gar nichts von deinen Keksen. Dann muss ich wohl vernünftig sein. Du musst Geduld haben. Aber du hast ja schon ganz lange Geduld für diese Kekse. Genau, die waren nämlich ganz lange im Ofen. Bestimmt 20 Minuten. Oh, hast du noch 20 Minuten gewartet? Und davor? Davor habe ich gewartet, weil der Teig erst gerührt werden musste und ausgerollt und ausgestochen. Das heißt, du hast ganz viel gearbeitet, bis du Kekse probieren kannst. Und davor? Wie davor? Musstest du davor auch warten? Wie meinst du denn das jetzt? Na, was ist denn in den Keksen drin? Mehl. Mehl. Und wo kommt das Mehl her? Aus der Tüte. Naja, aber vorher. Das Mehl wird gemahlen aus Getreide. Ja, das kenne ich. Genau. Und wo kommt das Getreide her? Das wächst auf dem Acker. Und wie wächst das da? Na... Das ist einfach da. Nein, Friedhelm. Der Bauer sät im Frühjahr Getreidekörner aus. Der wirft Getreide auf den Boden und sorgt dafür, dass es ein bisschen feucht ist und dass der Boden gut ist. Und dann lässt Gott Getreide wachsen. Dann wachsen aus den kleinen Körnern grüne Pflänzchen, Halme und an diesen Halmen obendran Getreidekörner. Und die werden dann, wenn das Getreide reift, ist geerntet
und getrocknet und gedroschen und gemahlen und dann ist Mehl da. Boah, das dauert ja voll lange. Genau, das dauert ganz lange. Und vor allen Dingen, du kannst nichts dafür tun, dass es schneller geht. Ich muss abwarten? Noch mehr? Ich habe keine Lust immer zu warten. Aber es lohnt sich doch zu warten. Das stimmt. Wenn ich nicht warte, dann kriege ich ja keine Kekse. Genau. Das Warten hat ein Ziel. Und so wie die Pflanzen Zeit brauchen zum Wachsen, weil Gott sie wachsen lässt, so wie die Kekse im Backofen Zeit brauchen, damit sie braun werden, und so wie die fertigen Kekse dann brauchen, um abzukühlen, damit du sie essen kannst, so müssen wir immer wieder warten, dass etwas passiert, worauf wir uns freuen. Aber mir macht Keksebacken trotzdem Spaß. Und wenn ich vor dem Ofen sitze und sehe, wie die Kekse langsam fertig werden, oder wenn ich dann vor den fertigen Keksen sitze, die duften, dann warte ich gerne. Du wartest gerne? Ja, weil ich weiß, was bei rauskommt. Genau, und so warten wir auf Advent, auf Weihnachten. Wir wissen, dass Gott kommt. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Geduld, können es aushalten und warten, denn wir wissen ja, was passiert. Genau, Kekse? Genau, Kekse. Seht, wie gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, kommt und ist für alle da, kommt das Friede werde, kommt das Friede werde. Seht, wie gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde, Gott kommt ist für alle da, kommt das Friede werde, kommt das Friede werde, kommt uns König groß und klein, Kranke ohne groß und klein, Arme reiche Lädte ein, freut euch auf die Stunde, freut euch auf die Stunde, freut euch auf die Stunde. Und solange Friedhelm und die Kinder Kekse essen, solange können wir Großen uns über den Bibeltext Gedanken machen. Im Jakobusbrief steht es, Jakobus schreibt, so seid nun geduldig, liebe Schwestern und Brüder, wartet auf das Kommen des Herrn, so wie der Bauer wartet auf den Frühregen und den Spätregen. Von Warten ist da die Rede, aber von einem Warten, das mit einer Erfahrung untermauert ist, der Erfahrung, Gott ist uns nahe, auch wenn wir es vielleicht im Moment nicht sehen, sondern nur erahnen. Das Bild, der Vergleich mit den Bauern. Die Bauern, die alles dafür tun, dass die Pflanzen wachsen, die aussäen, die vorher jäten und umgraben, die gießen und dann warten müssen. Sie müssen warten, bis aus dem kleinen Samenkorn ein kleines Pflänzchen wird, aus dem kleinen Pflänzchen eine große Pflanze, bis dann die Früchte reif werden. Dieses Warten müssen wir aushalten. Wir können es nicht beschleunigen. Wenn wir an der Pflanze ziehen, wird sie nicht schneller groß. Aber unser Warten passiert vor dem Gedanken, vor der Erfahrung. Es wächst. Wir sehen einen kleinen Keim aufwachsen und wir wissen,
aus diesem Keim wird einmal eine große Pflanze. Dieses Wissen, aus dem Kleinen wird etwas Großes. Es sind Abläufe, die sich wiederholen, auf die wir uns verlassen können. Dieses Wissen hilft uns, geduldig zu sein. Und noch etwas. Wenn der Bauer geduldig ist, dann heißt das nicht, dass er die ganze Zeit in der Ecke sitzt, die Hände in den Schoß legt, sondern er arbeitet vorher. Er tut das, was seine Aufgabe ist und überlässt Gott, was dessen Aufgabe ist. Bei Geduld denken wir eher etwas erdulden müssen, etwas aushalten. Im Griechischen und auch im Hebräischen, in den Ursprachen der Bibel, ist das anders. Da heißt Geduld einen langen Mut haben im Griechischen. Einen langen Mut haben, das heißt lange durchhalten, sich nicht abschrecken lassen, nicht aufgeben, wenn es anstrengend wird. Da ist Geduld haben etwas sehr Aktives. Durchhalten, vertrauen, festhalten. So wie der Bauer am Morgen, nachdem er ausgesät hat, auf den Acker geht und sieht, es sieht noch genauso aus wie vorher. Er gibt nicht auf, sondern er weiß, es braucht Zeit. So auch wir. Wir warten sehnsüchtig darauf, dass diese Welt sich verändert, dass Gott uns spürbar nahe ist. Und wir müssen lernen, auf die kleinen Zeichen zu sehen, auf die Keimlinge, dort, wo es aufblitzt. Dort, wo Menschen gerecht aneinander handeln, dort, wo Menschen einander Gutes tun, dort, wo Liebe in einem Herzen wächst, wo der Hass aufbricht und das warme, weiche, lebendige Herz darunter zum Vorschein kommt. Dort, wo Menschen Hoffnung haben gegen alle Vernunft, dort, wo der Geist des Friedens sich bahnbricht, dort wächst Gottes Reich auf. Manchmal brauchen wir wirklich einen langen Atem, um nicht aufzugeben, so wie der Bauer. Gott kommt, darauf dürfen wir, darauf müssen wir uns verlassen. Amen. Wartende sind wir Tag um Tag. Es wartet ein jeder, worauf er mag, auf Freude, auf Frieden, auf Geld. Doch wer auf den Heiland der Welt? Suchende sind wir in Dunkel und Licht. Es suchet ein jeder, was ihm gebricht, die Schönheit, die Liebe, die Macht. Doch wer hat an Christus gedacht? Wecke das Sehnen nach deinen Zeichen. Lass deine Liebe die Welt erreichen, jetzt im Advent. Öffne die Herzen von Sündern und Frommen, erfülle den Erdkreis mit deinem Kommen, jetzt im Advent. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.